Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun und jetzt den zweiten Teil am Samstag. So, erstmal den armen nassen Hund hier streicheln. So, was haben wir denn noch offen? Wir brauchen noch drei Dinge: Naturkundler, gut, Zähigkeitstonika, das machen wir gleich. Ja, gut, dafür muss die Sorte erstmal fertig sein. Sammler sind wir durch. Händler. Oh mein Gott. Also die drei Sachen werden wir ja wohl schaffen. Hier. Machen wir nichts mehr. Ja dann. Erstmal in die kalte Ecke. So, ich habe mir auch einen Kaffee dabei genommen. Dann starten wir mal. Hör ich da den legendären? Habe ich vergessen? Oh, er friert schon. Dann machen wir das mal eben zuerst. Ja klar, da ist das Fragezeichen zu sehen. Dann nehmen wir aber auch mal eben Tarntonikum. Dann haben wir auch eine Chance, den wirklich zu fotografieren. Kamera raus. Etwas schlechte Sicht hier. Da würde ich sagen, ist er. Ist das auch erledigt? Tja, jetzt könnte man den betäuben. Oder auch jagen, ne? Letzteres bringt uns mehr. Aber hier, es ist ja immer dasselbe, ne? Es nervt mich immer wieder, das Vieh hier. Da höre ich schon Wölfe. Es ist immer dasselbe hier. Gibt nur Stress. Da hinten ist er. So, das ging ja mal verhältnismäßig schnell. Klar, wenn man trifft. So, den nehmen wir mal ein Stück mit. Oh, was gibt's denn noch an allgemeinen Dingern? Ochsenhäuten, Schatzkarte. Ja, können wir gleich auch noch eine aufmachen. Süßigkeiten essen. Da kann man heute richtig abstauben. Und jetzt seht ihr, eine Sache brauchen wir noch. Also, die Tierkadaver kann man machen, muss man nicht. Die Versorgungsmission sollte gleich, da ist es, sollte gleich fällig sein. Dann erledigt man die und dann ist auch erledigt der Fall. Aber jetzt geht's direkt retour. Dadurch, dass wir jetzt ein Tierchen fotografieren konnten, ging es natürlich schneller. Da haben wir die Zeit. Können wir den Guten hier nochmal streicheln? Kann sich nur um Stunden handeln. Das ist aber auch Mistwetter, ne? Supplies are good. I'm a happy man. So, kann er mal richtig reinhauen. Bevor wir jetzt die Versorgungsgeschichte machen, machen wir doch erstmal eine Karte auf. Wenn da irgendeine. Jetzt geht's wieder nicht. Wenn doch irgendeine Schatzkarte haben hier. So, was ist denn hier in der Nähe? Östlich von Watsons Hütte hier. Da geht's hin. Dann hauen wir mal rein. Klar, Knarre raus.
denn hier? Gibt's Bären? Apropos Bär. Gut, wenn man den nicht trifft. Jetzt natürlich nichts, ne? Oh, dann ist noch einer. Ja gut, so viel Zeit muss sein, ne? Aufladen. Auch mal im Checken. Das geht ja bekanntlich deutlich schneller als in der Story. Wo ist der Schatz? Ah, hier fängt es langsam an zu vibrieren. Ist ja etwa wieder hier in der Höhle. Ja klar. Tipptopp. Da ist es. Schatz oder Schatzkarte gefunden. Oh, das gab mal richtig Lack und Gold hier. Wie zurück. Dann machen wir jetzt die Versorgungsmission. Denn jetzt wird es ja auch langsam hell. Ah. Das würde ich mal sagen, war ein Unfall. Oh, 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 oh. Das. Was ist das? Ach, das ist eine Schatzkarte. Ja, dann. Zeige ich euch auch. Hier kann man halt Glück haben. Gut, damit wäre es auch erledigt gewesen. Dann wollen wir mal spenden. Und die Mission starten. Okay, apparently my contact has some more guns to trade. If we can hunt and bring him some birds. I know, don't ask me what he wants them for. Best just to keep him happy, I reckon. I mean, we need the supplies. I'm sure you can handle that, right? Da bin ich gespannt. Einen Wildbruder. Den kann man jetzt versuchen hier zu jagen. Oder... Wo ist die Markierung? Da. Man setzt sich direkt selbst die Markierung. Denn diese gelbe Markierung wird erst dann gesetzt. Wenn man das Tierchen hat. Wir haben es noch nicht. Also setzen wir uns direkt selbst die Markierung. Reiten schon mal in die Gegend. Damit wir hier keine Zeit vertrödeln. Und wir werden schon Truthahn finden. Da bin ich sehr optimistisch. Und müssen wir ja auch. Müssen ja unter 5 Minuten bleiben. Ne? Also schön die Öhrchen spitzen. Jungs. Da ist doch schon einer. Ja.
das meine ich. Da muss man nicht erst groß suchen. Den findet man schon. Jetzt sieht man auch die gelbe Markierung. Und ab geht's. Spitzentausch, oder? Und dann sollten wir das auch unter 5 Minuten schaffen. Können wir vielleicht gleich noch gucken, ob wir uns irgendwo einen Ochsen häuten. Richtung Emerald oder so. Schauen wir mal. Aber jetzt bringen wir das erstmal sicher nach Hause. Da ist auch schon wieder einer im Weg. Meine Güte. Oh. Müssen wir mal eben... Ah. Da hätte ich besser so gemacht. Ah, direkt den Daumen drauf gehalten. Dann setzen wir das gleich zurück. Dann gibt es nochmal 0,4 Gold, glaube ich. Aber jetzt erstmal. Eins am anderen. Wie heißt es auf dem Land? Na, wir machen es wie die Sau beim Ferkeln. Eins nach dem anderen. Schon mal das Pferd ranpfeifen. Das müssen wir auch noch füttern. Zeit satt. Shame you couldn't get all of it, but thank you anyway. Da ist es. 9 von 9 Rollenherausforderungen erledigt. Besser geht's ja kaum. So, Pferd füttern, ne? Habe ich gesagt. Dann schauen wir mal. Fortschritt. Kann ich mir sowieso nie merken. Auszeichnung. Das war unter Reise oder so. Ne? Kampf, Jagd, Überleben, Tralafitti, Reise. Da ist es. Das ist es. Ne? Reise mit der Kutsche 100 Meilen erledigt. Zurücksitzen. Das hier kann man nicht zurücksitzen. Was ist das hier unten? Besuch. Ach so. Jeden Bahnhof mit einer Postmeisterei. Ja, könnte man auch mal machen. Ne? Und da seht ihr es rechts, 0,4. Oh, einen ganzen Spieltag lang höchste Feindseligkeit vermieden. Ja gut, das dauert. Süßigkeiten essen. Das könnt ihr mal machen. Und Ochsenhäuten. Wo hab ich denn Süßigkeiten? Was ist denn der Quatsch? Ah, da. Komisches Geräusch. Das habt ihr doch auch gehört, oder? Was war das? Gefühlt kam das so aus dieser Richtung hier. Nehmen wir auf jeden Fall noch mit hier. So, Fortschritt ist Quatsch. Ich wollte mal kurz die Markierung von der Karte entfernen. Da sind wir ja durch. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Ochsen finden, oder? Jetzt mal
wieder die schicke Maske aufsetzen. Das hier. Und erstmal nochmal Süßigkeiten essen hier. Durchs Tuch. Was soll's. Meine Güte. Jetzt aber. Ja, besser kann man ans Gold ja nicht kommen, oder? So, Ochsenhäuten. Das sollte wohl hier am einfachsten gehen. Denke ich. Sehen wir aber gleich. So, wir gucken erstmal da hinten, wenn wir da schon mal einen häuten können. Geht das an und für sich relativ gefahrlos. Bevor wir uns direkt auf der Ranch bedienen müssen. Gibt ja nur Theater. Habt ihr das gesehen? Guckt mal. Er schwebt. Nicht schlecht, oder? Wie macht er das? Oh, der Hund ist auch noch da. Den kann ich sogar streicheln. Ja. Wie heißen diese Leute noch, die so schweben können? Ich hab's vergessen. Wichtig ist erstmal, dass hier der Ochse ist. So, wird das jetzt neu geladen oder schwebt er immer noch? Nee, er schwebt nicht mehr. Jetzt ist er weg. Dann schauen wir mal, ob wir noch einen Ochsen finden. Da heute oben was? Nee. Wir kaufen erstmal. Oh, don't let old man Wagner see you wearing that. Ja, bleib locker. Take a look. Oh, you got something for me? Jede Menge. Oh, yes. People lose these all the time. Jede Menge. Und dann können wir hier eine Mola nachkaufen. Nice. Shame to part with it, I bet. Pick this up off the street, no doubt. So, kaufen. $100 weggeschmissen heute Morgen. Nice. Irre. Ja, da hat er was von, ne? So, sonst haben wir, glaube ich, alles. Jawohl, Schwarzgebrannter. Kauf den denn. Ist ja genug von. So, wir brauchen einen Ochsen, ne? Nein, hier. Sag mal. Es ist nur Wind. Auch. Auch. Ja, wie weit keine Ochsen heute? Aber warum hat der keine Ochsen hier? Schade.
Warte ich doch noch nicht hinten noch zu dieser anderen Ranch da. Meine, so schnell kommt hier bestimmt kein Ochsen nach, oder? Gut, gucken kann man ja mal. Das wäre auch zu einfach, denke ich. So, jetzt checken wir hier mal eben kurz das Schild. Jawohl. Das nehmen wir mit. Dann reisen wir zurück. Was sagt die Uhrzeit? Oh, falsch. 21 Minuten. Ja gut, komm. Dann noch einmal hin und her. In der Hoffnung. Eben zurück. Vielleicht hat sich der Tierbestand geändert. Aber ich glaube, hier zum Beispiel so schnell kommt da kein Ochse nach. Da hinten wollte ich doch hin, Mensch. So. Ist der Tierbestand ein anderer? Das Merino-Schaf. Hier, was ist das hier? Ein Ochse. Ja, dann. So. Da das perfekt ist, nehmen wir das mit. Und machen uns jetzt vom Acker. Die Karte nehmen wir heute noch mit. Und dann, denke ich, können wir auch mal ganz entspannt Schluss machen für heute. Tipptopp. Abmarsch. Oh, Taschenvögel satt. Muss man nur erwischen. Naja, war ich mal wieder zu spät dran hier. Besser als nix, ne? Ja, was könnte man sonst noch erledigen? Ja, gut. Also dafür müsste ich noch länger spielen. Und hier, Spiel ein Free Room Events. Events mit einem Repetierer getötet. Heute könnte man wirklich beides erledigen, ne? Dann hat man richtig was geschafft. Aber jetzt geht's ab. Nach Hause. Und ich hoffe, es sollte wieder genug Platz sein. Dann gehen wir das mal ab. Und das war's. Aber den zweiten Teil am Samstag auch erledigt. So, ja dann, machen wir Schluss. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. My father and son, play for fun.